Ja, moin moin. Es gibt mal wieder eine Taschenbuch-Novität von Leonard Loss und andere Formen menschlichen Versagens. Das Buch hatte ich schon im Leseschatz besprochen, jetzt gibt es das frisch im Taschenbuch. Ein Buch, was irgendwie schon cool komponiert ist, was einfach einen bestimmten Sound hat und einfach begeistert durch die Verstrickung der Geschichten. Wie ein Oktopus, der mehrere Arme hat und jeder Arm auch für sich noch ein eigenes Gehirn hat. Also dementsprechend jede Geschichte hier eigentlich für sich steht, aber dann doch irgendwie alles ineinander greift. Also ein Buch, was irgendwie Spaß macht, klug ist, fesselnd ist und ziemlich rasant ist. Erzählt wird die Geschichte von einer Frau, die mit einem Flugzeug abstürzt und ist aber dementsprechend kein richtiger Rettungsroman. Sie fliegt nach Argentinien, sitzt in diesem Flugzeug, neben ihr ein RAF-Terrorist, ein ehemaliger, der sich eine Kugel entfernen lassen möchte. Das Flugzeug stürzt ab über den Pazifik. Beide klammern sich an einen Stuhl, aber es wird nur sie eine Insel erreichen, dementsprechend trockenes Festland erreichen können und gerettet werden können. Ob sie aber von dieser Insel gerettet wird, das ist eigentlich so dieser kleine Bogen, der sich spannt. Jetzt kommen weitere Geschichten zu tragen von Figuren, von Protagonisten, die alle was irgendwie mit ihrem Lebensweg zu tun haben. Sei es die Mutter, die versucht durch ihre Trauer, durch Horrorfilme, die sie irgendwann auch selber drehen will. Sie hat schon immer mit Leidenschaft die Horrorfilme geguckt, wo sie ihre Tochter mitgenommen hat. Der Vater, der als Parkhauskönig erfolgreich ist, oder ein ehemaliger Profiboxer, der eigentlich durch Misserfolge Geld macht, aber auch gleichzeitig mit der Geschichte von seiner ehemaligen Freundin, diese Frau, die jetzt auf dieser einsamen Insel gestrandet ist. Ein Junge, mehr oder weniger ein Nerd, der als Handmodel agiert hat, der durch Google Earth der Erste sein wird, der merkt, dass dort auf der Insel irgendjemand zu sein scheint, aber es auch dann wieder vergisst. Also es gibt viele Geschichten zu entdecken. Es macht Spaß, dem Sound von Leonard Loss und den Ideenreichtum zu folgen. Nachzulesen bei mir im Leseschatz, jetzt halt neu im Taschenbuch und mein Lesetipp. Ich wünsche viel Spaß, erlesene Stunden, bleiben Sie bitte belesen. Bis bald, Hauke Haader von der Buchhandlung Almen Schmidt, beziehungsweise Leseschatz. Tschüss!